Herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus. Wir machen weiter und machen uns auf den Weg, diesen Konvoi zu erledigen und schließen uns den anderen an. Wir machen uns auf den Weg. Unser Zug ist fertig. Wir sind soweit. Alles ist bereit, nur noch diese eine Sache. Artyom, sieh dir mal die Aurora an. Sie funktioniert wieder. Ohne Crest hätte ich für die Reparaturen ewig gebraucht. Der Crest hat's gemacht. Er hat gecarried. Artyom, das Team hat den Umweg zum Hafen genommen. Well then. Der Typ, ey. Der Stepan hat die Gitarre natürlich sehr gut. Wir sind soweit vorbereitet. Ab geht's. Ab geht die Party und die Party geht ab. Tolles Malerlied, das einzige Malerlied, was ich übelst feiere, irgendwie, warum auch immer. Ich rette den Tag, ich sag, ab geht die Party und die Party wieder. Und ich so. Ja, ist schon ein sehr gutes Lied. So, ja. Ja, der ist wohl ein bisschen aufgeschlitzt. Da sind wir etwas vorsichtig. Da die Loot technisch eh nicht so viel geben, wollen wir sie auch nicht killen. Typische Metro-Welt halt an der Stelle, ne? Kann ich hier auch reisen eigentlich? Geht das? Ne, das ist nur, weil hier ein Bett ist, glaube ich. Ach genau, und sowas halt. Das ist damit gemeint. Ja, mit Werkbank, also so ein Häuschen. Ist hier ein paar Stück, ist hier schick. Artyom, ich sehe dich. Komm hier hoch auf den Kran. Big Brother is watching you. Kommen die alle her? Haben die sich gedacht, ey, yo, der Paddy, der will jetzt zu seiner Anna hier und... Das lassen wir natürlich nicht zu. Ach, da ist die Anna. Sag dir, du text mich, du bist tot. Du hast so gewollt. Selber schuld. Lecker Ratten. Sehr nahrhaft, ekelhaft. Na komm her. Was ist denn hier eigentlich los? Ich habe 120 FPS. Ich glaube, ich kann an den Einstellungen was höher drehen. Seit dem neuen Patch hier ist das ja wie geschmiert. Wirklich, läuft echt viel besser. Ach nee, scheiße, bin ich denn jetzt gerade gelaufen. Totaler Bullshit hier, was ich mache. Muss auf der anderen Seite raus. Mensch. Wo ich hier durchflitze, hä? Fucking Master of Disaster. Hier sind sie. Sie haben etwa 15 Wachen. Mir nach, hier an der Leiter des Schleppschiffs ein paar Pier. Sam nimmt die rechte Flanke. Bitte komm, Sam. Ich bin in Stellung. Ich kann eine Wache sehen. Duke ist links vom Hangar. Bitte komm. Duke in Position. Bereit, die Wache auszuschalten.
Explosion ist auf dem hinteren Kran. Ich habe hier den einzelnen Vampir im Auge. Kirst hat das Untergeschoss ausgespäht. Hier sind nur zwei und sie sind gerade mit einer Reparatur beschäftigt. Könnte eine optimale Stelle sein, unbemerkt hineinzugelangen. Gut, Atyom, wir sind alle bereit. Aus der Kirche bist du auch unauffällig herausgekommen, also mach das hier genauso. Tja, es macht keinen Spaß, Amateursoldaten wie die hier zu verwirbeln. Genug geredet. Also gut, Atyom, du hast die Leitung, du gibst die Kommandos. Also gut, es ist höchste Zeit, dass wir loslegen. Also versuch, auf dieses Schleppschiff zu kommen. Wir geben dir Deckung. Lass uns den Plan noch einmal durchgehen. Sobald sich das Schleppschiff in unseren Händen befindet, gehen Sam, Idiot und ich zurück zu Aurora, während Atyom, Duke und Crest das Boot zur Brücke bringen. Viel Glück. Achtung, hinter dir! Wir gehen ungefähr 20 Kilometer vorher um. Verdammte Arschlöcher! Meinst du den Außenposten? Sieh mal, da könntest du an Bord klettern. Ich lenk sie ab und du gehst an Bord. Versteck dich hier und warte, bis sie vorbei ist. Zum Glück war alles in Ordnung, als wir die Waren auslud. Aber als es ans Bezahlen ging... Verdammte Arschlöcher! Recht hast du. Sie könnten jetzt sogar eine gewisse Munition und den Lohn einsparen? Das wäre mir egal. Wie kommen wir auf dieses Schiff? Angeblich ist das Spiel da auch schon vorbei. Kein Spaß mehr. Niemand weiß es genau. Alle lügen sich nur den Arsch ab. Aber von Nischni wissen wir jetzt definitiv, was los ist. Siehst du diese Narbe? Der Beweis. Ach, jetzt weiß ich, was die von hier unten ist. Vorsicht, links von dir! So ist das. Sind hier die Leute? Wo sind die denn? Wo ist mein Team? Die werden beschossen, aber von wo? Ich muss dem helfen, komm schon, ich will nicht, dass Duke stirbt. Kein Bock da drauf. Warum schießt du dagegen? Ist denn hier jemand? Warum schießt der das ganze Teil?
Muss oben auf dem Dach einer sein, ne? Juk, ich weiß ja nicht, auf was du schießt. Aber ich sehe jedenfalls niemanden. Sind alle tot. Haben wir es doch. Oder nicht? Oh nee. Nicht schießen! Nicht schießen! Ich kann bezahlen! Die Waren! Nehmt sie euch! Ihr könnt die Waren haben! Ruhig bleiben! Wir sind's! Gute Arbeit, Artyom! Artyom, unseren Leuten geht es allen gut. Das hast du gut gemacht. Naja, ich hätte Loch leiser sein können. Seid ihr bereit, aufzubrechen? Ich weiß, es ist scheiße, dass wir es unauffällig hinbekommen, nicht hinbekommen haben, aber... Immerhin haben wir schon mal 4 Leute oder so voll gekillt, bevor uns jemand gemerkt hat. Das ist schon noch gut. Und Artyom, gib gut Acht. Ja, das können wir gebrauchen. Günstige Winde. Hurra! Alle an ihre Station und lichtet den Anker! Wir fahren die halbe Strecke dorthin und warten dann bis 4 Uhr im Schiff. Wir sollten am frühen Morgen dort ankommen, wenn der Nebel besonders dicht ist. Bye bye. Haben wir das schon geschafft? Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Da, seht ihr das Feuer ganz oben? Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Du da an Land! Fang die Leine! Bereit! Hey, Matrose! Was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Du bist so lustig! Blöd, Mann. Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? An der Biegung haben wer wir zuerst da ist, hat gewonnen! Das hat Hals und Beinbruch! Wir mussten den Kahn an Land bringen! Scheiße. Alter. Die Augen
begibt sich leise in Position. Wir sind dann bereit, auf euer Signal hin loszulegen. Verstanden. Wir machen es schon. Genau wie Vater Silantius es vorhergesagt hat. Okay, das wird jetzt knifflig. Satans Sklaven! Hast wohl die Morgenpredigt verpasst, hm? Nein, hab ich nicht. Eines Tages wirst du dafür losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen. Oh, aber es war doch noch so früh. Sag mir einfach, was er erzählt hat. Also gut. Während der Predigt kam tatsächlich ein Ketzer. Leute eilten dorthin, um den Heiligen Vater zu retten. Aber der Ketzer legte fast alle um. Er sagte aber wohl, dass ihnen nichts passiert, wenn sie sich ergeben. Er ließ auch die Unbewaffneten in Ruhe, die nur zufällig dort waren. Ist wohl doch nicht so ganz unwichtig, der Ketzer. Ganz zu schweigen davon, dass diese Katja und ihre Hexenbrut in dem Durcheinander gesehen. Meinst du, sie greifen vielleicht an? Wer weiß, es sind Ketzer. Wie gesagt, sie verschlängen. Ja, du als Morgen diese Heiden. Zurück. Zurück? Aber er und Kyrill haben doch geschworen, die Dämonen auszulöschen. Danach kommt man nicht einfach so zurück. Fragt die anderen. Sie wurden von Heiden gefangen, aber ein Ketzer, einer von den Neuen, hat sie befreit. Der alte Simon hat nur kalte Füße gekriegt, das ist alles. Die ganzen Geschichten, dass man nicht gehen soll. Nein, hat er nicht. Er kam zurück, machte an der Kirche ein großes Gebese und bekam auch noch seinen Willen. Jetzt sollen wir für diesen Ketzer beten, anstatt für Simon. Verstehst du das? Oh Gott, für einen Ketzer? Gott, würde das allerdings gefallen. Okay, komm jetzt. Und dann? Dann bekreuzigte er sich, küsste den Altar und ging zurück zu den Dämonen. Ja, was ist mit Kyrill? Demselben Holz geschnitzt. Gott behüte Simons Seele. Okay, wir sind jetzt ganz leise. Kann ich aber nicht. Ihr Auge kam nicht zurück. Gott behüte seine Seele. Und weißt du, ich hab mal los, um einen Dämon. Was wollen diese Ketzer hier? Du weißt schon. Sie wollen einfach auf die andere Seite. Das ist alles. Es ist schon einen Monat her, dass jemand. Und was ist auf der anderen Seite so toll? Von der Dämonenjagd kommen die Leute nicht gerade oft zurück. Und wo ist die? Wäre es, wenn ich mitkomme? Gemeinsam packen wir das. Da, wo der jetzt. Ich mach das schon alleine. Hier sind doch die Menschen. Ja, sag einfach, dass Vater Silantius endet. Das meine ich nicht, Junge. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Na, dann erklär es besser. Warum ist es da, wo die Ketzer leben? Was bringt es dir, das zu erklären? Ja, mal schauen wir. Und ruf, wenn du etwas siehst. Verstanden? Ja. Versteh ich nicht. Mal ehrlich, warum ist es da, wo die Ketzer leben, so gut? Wem gefällt es da? Ich verstehe das nicht. Allmächtiger und gerechter Gott, behüte uns vor der Berührung des Bösen. Gebote des Bösen. Hey, ich glaube, da ist gerade etwas umgefallen. Und rette unsere Seelen, wie du auch unser Leben gerettet hast, damit wir deine Macht hier auf Erden bestätigen können, wie auch du sie im Himmel bestätigen hast. Habe ich etwas gesehen? Ganz sicher. Und gib uns die Kraft, Satans Diener zu besiegen. Geh doch dahin. Offenbar doch nichts. Wie?
Was? Das ist auch was. Also jetzt kommt es mir echt vor wie Splinter Cell. Müssen, als sie mich ausschimpfte. Ich hätte sie direkt erledigen sollen. Alles klar bei dir? Ja, beschütze uns tot. Bei allen Heiligen. Dank, Ellie. Versuchen. Glaube ich nicht genug, wir bedienen nicht einmal einen Einzelnen. Wir sollten uns nicht um Schutz und Tod bitten. Haltet euren Stolz im Zaum und ergebt euch dem Ketzer. Man sagt, er sei kein wirklicher Gegner unserer Bruderschaft. Vielleicht öffnet der Anblick unserer Demut seine Augen für den wahren Glauben. Das waren die letzten, glaube ich. Da hinten hätten wir auch noch rumgekonnt. Na gut, hätte ich das mal gewusst. Und die Erde verbrannte zu Asche und das Meer kochte und Menschen verwandelten sich in Schatten. Doch unser Kloster überlebte, denn hier leben die Gläubigen und es war der Herr in äußerer Gnade und seinem Wissen, der einen von ihnen auserwählte, einen des Namens die Landwirt. Und so sprach der Herr, ich werde bei euch sein und euch Schutz bieten, solange ihr euch frei hingebt und satanische Technologie ablehnt. Wir lehnen ab. Und darüber hinaus lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Spannung. Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Fehl und Tadel erheben, über Gott erheben und mächtiger sind als er. Wir lehnen ab! Amen, meine Kinder! Denn die elektrische Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift. Nur jene, die Elektrizität ablehnen, werden in Gottes Reich aufgenommen. Nur jene, die sich von seiner Verderbtheit nicht beeinflussen lassen, werden vom Zarfisch losgelassen.
Der Fisch! Also lasst uns die Ketzer vor unserer Tür nicht fürchten! Jene, die unser Kloster anzugreifen wagen! Selbst vor ihrem stählernen Rat, das nach Maschinenöl stinkt und sein ketzerisches Licht auf uns scheint, werden wir nicht wanken! Stellen wir uns gegen sie, denn dies ist unsere Stunde des Ruhms! Amen! Amen! Lasst uns also die Diener des Feindes ohne Erbarmen erschlagen, denn wir erfüllen den Willen des Herrn und dies sind seine Vergeltung und seine Bestrafung für ihre Sünden, die unsere Feinde spüren werden. Und alle, die vor unseren Toren stehen, werden wie der Staub im Winde zerstreut. Sein Wille geschehe! Sein Wille geschehe! Denn er wird ihren Körper und ihre Seele verschlingen. Denn von Schießpulver kann man sich reinigen. Aber die Elektrizität ist das ewige Brandzeichen der Sünder. Also lasst uns jetzt den Garfisch rufen. Komm, Garfisch! Und darüber hinaus lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Spannung. Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Fehl und Tadel erheben, über Gott erheben und mächtiger sind, als er. Komm, geh ein Stück vor. Was war das, Bruder? Amen, meine Kinder! Tja, ich habe auch nichts gesehen. Denn die elektrische Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift. Nur jene, die Elektrizität ablehnen, werden in Gottes Reich aufgenommen. Nur jene, die sich von seiner Verderbtheit nicht beeinflussen lassen, werden vom Zartisch durchgelassen! Gelobt sei der Fisch! Also lasst uns die Ketzer vor unserer Tür nicht fürchten! Jene, die unser Kloster anzugreifen wagen, selbst vor ihrem stählernen Ross, das nach Maschinenöl stinkt und sein ketzerisches Licht auf uns scheint, ja, genau, werden wir nicht wanken. Stellen wir uns gegen sie, denn dies ist unsere Stunde des Ruhms. Amen! Hey, Amen! Ist gerade etwas umgefallen. Lasst uns also die Diener des Feindes ohne Erbarmen erschlagen. Denn wir erfüllen den Willen des Herrn und sind seine Vergeltung und seine Bestrafung für ihre Sünden. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Alle, die vor unseren Toren stehen, werden wie der Staub im Winde zerstreut. Sein Wille geschehe! Sein Wille geschehe! Denn er wird ihren Körper und ihre Seele verschlingen. Denn von Schießpulver kann man sich reinigen. Aber die Elektrizität ist das ewige Brandzeichen der Sünder. Also lasst uns jetzt den Zartisch rufen. Komm, Zartisch! Alles easy. Und darüber hinaus lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Wir machen noch keinen Folgenende. Wir ziehen es durch. Das wird dann eine längere Folge. Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab,
auf dass sie sich über jeden Fehl und Tadel erheben, über Gott erheben und mächtiger sind. Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer. Erst Katja und jetzt ich. Verdammt, bist du schnell, Artyom. Ja. Wir sind nur auf der Durchreise. Lasst uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Wir waren die ganze Zeit nachsichtig mit euch und Katja hat selbst darum gebeten, mitkommen zu dürfen. Hast du mich verstanden? Ich verstehe. Erst bringt ihr die heimischen Halsabschneider um und dann stürzt ihr euch auf uns? Werdet ihr auch Alte und Kinder töten? Oder habt ihr schon genug Blut getrunken? Geht und verschwindet für immer. Gott mag euch für eure Sünden bestrafen. Aber meine Aufgabe ist es, meine Herde zu hüten. Hört mich, Brüder! Stellt euer Feuer ein! Hört ihr mich? Ich exkommuniziere jeden, der schießt! Ich habe getan, was ich konnte. Nicht schießen! Sagt dem Fahrer, dass er langsam fahren soll! Haltet nicht an, sonst könnte die Brücke einstürzen! Ihr müsst jetzt springen! Oh, Duke, wir haben eine Vereinbarung. Sie lassen uns durch, wenn wir nicht schießen, langsam fahren und nicht anhalten. Wiederhole, nicht anhalten! Artyom, lass uns springen! Go, go, go. Weg hier. Tja, das haben wir gut gemacht, was? Ja, sehr gut. Abflug. Abflug. Haben wir doch hingekriegt. Schön silent war eine coole Mission. Frühling. Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Die Brückenbewohner haben letztendlich beschlossen zu glauben, wir seien keine Dämonen. Daher ließen sie uns durch. Anna hatte recht. Wir sind in ihre Welt eingedrungen und wir sollten sie nicht zerstören, wie dumm sie auch erscheinen mag. Elektrizität ist eine Sünde. Ist das wirklich schlimmer als die Lügen, die uns in der Metro erzählt wurden? Dass die ganze Welt tot sei und man nirgends mehr hin kann? In den Tunneln hat jeder diese bequeme Lüge geglaubt. Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir wenigstens wissen, ob diese Lüge gerechtfertigt war. Bislang gab es keine Anzeichen feindlicher Besatzungstruppen. Bislang, genau. Und hiermit würde ich jetzt sagen, machen wir einen Cut rein. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Metro 2033, Metro Exodus.